Endjob in Malaysia, Leute. Ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Na, dann schauen wir mal, ob wir da was finden überhaupt. Uiuiuiuiui. Wie das hier ausschaut, ist ja richtig geil. Einfach nur geil. Oh, und dann diese Strömung so, ist ja wirklich Bombe. Na warte. Ui, tun wir da so oben mal so ein bisschen drüber. Kommen wir da vielleicht auch runter? Ja, perfekt. Dann tauchen wir da einfach mal so runter. Uiuiuiuiui. Was haben wir denn da? Oh, da ist ein Schatz. Den holen wir uns ein anderes Mal, Leute. Jetzt genießen wir mal hier die Story. Was haben wir denn hier Schönes? Aber hallo. Ich hab hier was. Was denn? Kein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, du nuschelst. Sorry. Oh. Sieht aus wie ein Stück unseres Wracks. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig. Und wie? Es, da haben wir es ja. Ah, da ist ui, 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 ui. Ich hab ihn. Aus. Mitgenommen, aber intakt. Tja, ich würde sagen, das erinnert mich sehr an den zweiten Teil. Schauen wir mal, was haben wir denn da Schönes? Was hast du denn hier gefunden? Die Achsen sehen gut aus. Benutzen wir sie, um das Ding anzuheben. Oh yeah! Und wie? Schwimmen wir da mal kurz rauf, da habe ich schon mal was gesehen, was wir da auch noch begutachten können. So! Was haben wir denn hier? Oh, pass lieber auf die Flasche, nicht dass du dann, nicht dass dann irgendwas kaputt geht. Weißt du, wie viele? Dafür muss ich wohl rein. Nein. Geh mal rein. Und aufmachen, nicht dass da dann irgendwie so ein, okay, irgendwie so ein Aal oder so ist, da sollten wir wirklich gut aufpassen. Eine Good Night. Komm, drück. Dankeschön. Machen wir mal auf. Und begutachten wir die Ware. Hui. Augen, Leute. Oh, da fehlt aber was. Der Großteil noch festgeschnallt. Anscheinend fehlen da zwei Kisten. Wir irgendwo müssen da noch welche sein. Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Da haben wir schon mal eine. Erstmal hoch und füll deine Flasche. Nee, das schaffen wir schon. Kisten müssen in der Nähe. Ha, hab eine. Oh, wie sollen wir die denn da rausbekommen? Ah, komm. Nee. Na, das geht einfach nicht. Nee. Mist. Die Kiste steckt unter dem Anhänger. Und wie? Dann müssen wir das hochheben. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für die. Nein, dann suchen wir mal die andere. Oh, und da haben wir schon wieder was. Ja. So, da haben wir es ja schon. Die nächste Kiste, dann tun wir es auch gleich befestigen und so. Hochheben, wiederholt. Dann müssen wir wiederholt drücken. Runterlassen. Aha, einfach nur mal X. Muss man gut aufpassen. Schauen, dass wir das jetzt mal da reingeben. Pass auf, stoß da nicht den Kopf. Und zack. Ui, ist das da eh nicht so schwer. Dann gehen wir das einmal rein. Oh Mann. Und zack. Dann schauen wir mal, dass du das da runterlässt, dass wir dann das hochheben können und so. Dann kommen wir da wenigstens drunter. So, da haben wir es auch schon. Oh yeah, Leute. Oh yeah. Dann schauen wir mal, was wir da noch. Okay, da haben wir schon einen Haken. Ein Stück an. Okay, dann schauen wir das mal da runter. Ich es, um eine der zu. Und wie? Das sollte gehen. Komm schon, komm schon. Und. Warte kurz, ein bisschen hoch. Und dann müssen wir dann nochmal. Ah, jetzt haben wir es. Und zack. Okay, eins habe ich. Gut, dann holen wir uns das nächste hier. Das passt schon. Dann machen wir wieder das gleiche. Wieder runter mit uns. Gern die Idee, gern die. Und zumachen. Oder einfach einklinken. Das zweite. Okay. Passt. Dann schauen wir, dass wir da irgendwie wegkommen. Mach Platz. Warte kurz. Ich schwimme da schon mal zur Seite. So. Kannst schon machen, Bro. Ich bin soweit. Dankeschön. Aber pass auf den Schädel. Pass auf. Das kann gefährlich werden. Okay. Und wie das reicht. Sie nur nicht fallen. Ui. Dann hoch mit uns. Komm, Nate, komm. So. Schwimm ein bisschen. Okay. Ich hab die andere Kiste.
So scheint, dass wir das auch gut befestigen. Wirklich gut befestigen. Nicht, dass das dann wieder da so rausfällt und dann müssen wir wieder rein ins Wasser. So. Na, rein mit dir. So. Hui. Dann machen wir das schön fest zu. Eins, zwei und drei. Und nochmal halt. Wie du willst. Uiuiui. Die werden da schon langsam ungeduldig hier. Dann gehen wir mal nach oben. Für 5 Minuten. Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Nee. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nee, die Schätze holen wir uns erst später. Danke. Willst du mit? Und wie? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Und wir sind am Seil. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Halt dich gut fest, Nate. Und aufwärts. Wuhuu! Ui, 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 ui. Da frage ich mich, von wo wir denn da jetzt rauskommen. Oh, 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 oh. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Und wie? Alter. Ist das eine Schönheit hier? Wir kommen zu dir. Warte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wunderschön, wirklich wunderschön. Na dann, runter mit uns, würde ich sagen. Ui, hoffentlich bekommst du da nicht Höhenangst. Okay, du bekommst hier keine Höhenangst. Dann schön runter, ziehen wir uns mal da schön aus. Die Schwimmflügel auch, wenn es geht. Oh, der wäre fast runtergefallen jetzt. Na, wie geht's denn so? Wow, da ist jemand alt geworden. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Ja, bitteschön. Bitteschön. Hui. Danke. Na, aber hallo, Nate. Oh, der Tank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Richtig, Bombe. Hey, wie geht's denn so? Kann ich dich hier irgendwie behilflich sein oder so? Nee? Okay, dann schauen wir uns hier gleich mal um. Boah, das schaut ja gleich komplett anders aus hier. Schaut ja richtig fein aus. Eine Sekunde. Ray, das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mama. Oh. Echt fies, Mann. Das werde ich dir auch sagen. Na dann, schicke schöne Grüße. Da können wir jetzt nicht wirklich rein oder so, nee. Können wir da vielleicht auch raus schwimmen gehen? Nee, können wir auch leider nicht. Schade. Aber so eine Rolle oder so, nee, nicht einmal hüpfen können wir. Dagchen, wie geht's denn so? Alles klar? Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Ladung? Mhm. Vollständig. Neben dir wirken wir armselig. Okay. Da haben wir ja auch dann wieder einen Schatz. Dann gehen wir dann wieder runter. Vielleicht hat er noch. Nee, der will mit uns nicht rein. Ah, vielleicht ein kühles Wasser. Oder vielleicht so ein warmes Wasser. Das rote Schatz für warm. Hey, wie geht's denn so? Hey. Hey, wie lange dauert das denn? So eine Weile. Schon klar, schon klar. Na dann reden wir mal mit unserem Boss hier. Reden wir später drüber. Nehme ich mal an. Mein Held. Na komm, mal sehen, was dann du schauen hast. Wir mal. Hey, lass doch nächstes Mal die Hand. Wie schön. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, ja. Das ist na gut. Klar. Wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Oh. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Und wie? Dann schauen wir mal rein. Dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ja, du hast eigentlich schon angesetzt und wolltest das selber machen, aber okay, machen wir mal auf. Danke. Na dann. Rein damit. Und zack. Ui, ui, ui. Was könnte das bloß nur sein? Das an. Das ist Kupfer. Hm.
Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug und wie. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Ach, geh. Gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahr. Oho. Wenn es euch nichts ausmacht, so erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Er denkt sich sicher nur. Kupfer. Ja, genau, er hat sich schon gedacht, geh scheißen, das ist ja gar nichts. Da habe ich schon was Ärgeres gefunden. Oh, Feierabend, Nate. Nice. Endlich nach Hause. Hey, Nate. Hui. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Oho. Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert. Wir sind startbereit. Geil. Bis auf meinen besten Mann. Na komm. Der Mann, dem ich vertraue. Der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir. Hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Prima. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesucht. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Mach ich. Früher? Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Früher hätte er es gemacht. Ohne Probleme. Ohne zu zögern. Aber jetzt? Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Und wie? Hat das Suchgebiet eingegrenzt. Na, aber hallo. Das wäre ein Wahnsinnsfund. Ha. So ein Scheiß. Was? Das ist doch kein Scheiß. Nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Wow, das ist ja mal eine Aktensammlung hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die ganzen Schätze oder so, oder wie? Die ganzen Schätze.